Wir befinden uns heute auf der neuen Prologis-Baustelle im wunderschönen Dortmund-Dorsfeld, einem alten Industriestandort, der eine 100-jährige Geschichte hinter sich hat, letztmalig genutzt durch Caterpillar. Wir sind ja auf dem Gelände von ca. 270.000 Quadratmetern. Das ist eine Renaturierung und eine Revitalisierung hier. Und vorher wurde die ganze Fläche hier genutzt, Industrie, wie typisch im Ruhrgebiet, Maschinenbau und in einem anderen Teil des ganzen Areals ehemalige Zechen. Das kann man heute noch ganz gut sehen. Wir haben da eine Abraumhalde und wir haben Zechenhäuser, die im hinteren Teil des Grundstücks sehen. Wir haben jetzt mit dem oberirdischen Abbruch begonnen. Die Abbruchmaßnahmen laufen seit dem Sommer diesen Jahres und werden voraussichtlich Mitte März nächsten Jahres beendet. Besondere Herausforderung bei dem Bauprojekt ist eigentlich die Materialsortierung. Die Abbruchmaßnahmen haben in den Inneren der Gebäude angefangen. Da haben wir uns beschäftigt mit Asbest und anderen Schadstoffen. Das Ganze zu trennen ist eine besondere Challenge in dem Fall, weil wir ja nicht von ein paar Sack Asbest, sondern von wirklichen Kubikmetern reden. Nachhaltigkeit ist bei Prologis ein großes Thema, deswegen versuchen wir, möglichst viele Materialien wieder zu verwerten, hier vor Ort aufzubereiten und wieder zu verbauen. Beispielsweise Beton im Straßenbau. Dies wird auch von der DGNB zertifiziert, da wir das ganze Projekt gerne durch die DGNB kontrollieren und zertifizieren lassen möchten. Nachdem wir im März nächsten Jahres den oberirdischen Abbruch abgeschlossen haben, werden wir sofort mit den Cut-and-Fill- und Erdbaumaßnahmen beginnen. Darüber hinaus schließen wir sofort Kanalbau und Elektrizitätsanbindungen an das Gelände an.